gibt es Aufregenderes als die erste eigene Wohnung? Ja, und genau weil es das erste Mal ist, gibt es da auch ziemlich viele Fragen. Wir von der Genossenschaft zeigen euch, wie ihr eure erste eigene Wohnung findet, was ihr beachten müsst. Ja, und das, egal ob ihr in der Ausbildung oder im Studium seid. Bei mir ist heute die Nelly. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Und Nelly ist gerade in der Ausbildung und hat Bock auf die erste eigene Wohnung. Richtig. Ich dachte mir, ich will jetzt auch endlich mal meine ersten eigenen vier Wände haben. Und du hast mir ja ein bisschen Hilfe angeboten. Genau. Also wichtig ist, dass du dir wirklich Zeit nimmst, eine Wohnung zu suchen. Das macht vieles entspannter. Mhm. Und dass du dir Gedanken darüber machst, was du überhaupt haben möchtest. Komm, wir gucken mal auf der Homepage unserer Genossenschaft, welche Wohnungen gerade inseriert sind. Okay, ab geht's. Schau mal, die Wohnung sieht ja gut aus. Das könnte doch was für dich sein. Guck mal, das ist ein Exposé und darauf siehst du auf einen Blick, wie groß die Wohnung ist. Den Grundriss, ja, und natürlich auch, wie hoch die monatliche Miete ist. Aber denk bitte auch dran, dass bei einer eigenen Wohnung zu der Kaltmiete auch noch Kosten hinzukommen. Zum Beispiel Heizung, Warmwasser, Strom. Ja, und ganz wichtig, du solltest auch eine Hausrat- und eine Haftpflichtversicherung abschließen. Das musst du unbedingt in dein Budget mit einplanen. Ja, und was wir jetzt als nächstes machen? Wir vereinbaren einen persönlichen Gesprächstermin in unserer Genossenschaft. Ganz ohne Papierkram geht's allerdings nicht. Auf das Gespräch mit den Vermietern unserer Genossenschaft solltest du dich gut vorbereiten und wichtige Unterlagen am besten gleich mitbringen. Denn erst wenn alle Unterlagen vollständig vorliegen, kann dein Wohnungsantrag vernünftig bearbeitet werden. Herzlich willkommen in unserer Genossenschaft. Ich freue mich, dass das alles so gut geklappt hat. Ja, ich mich auch. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe und für deine nützlichen Tipps. Und dann kann es ja jetzt losgehen, ne? Und ihr Lieben, ihr habt gesehen, wie die ersten Schritte in die Eigenständigkeit aussehen. Und wenn ihr Fragen habt, dann meldet ihr euch einfach bei uns. Wir helfen euch gern. Und wenn ihr jemanden kennt oder ihr selbst eine Wohnung braucht, in unserer Genossenschaft beziehen wollt, ihr wisst, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Ich wünsche euch alles Gute. Das war's für heute. Bis bald. Bleibt gesund.